Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Technik Lappen Gemini. Heute ein kleines kurzes Video und zwar zu diesem Feature hier. Ich habe so mir dieses bestellt hier, also gekauft. Da kam dieses Teil mit da dran. Da kann ich auch Klinker, 3,5 Klinker reinstecken. Also das ist ganz praktisch für die Leute, die keine Handys mehr haben mit einer Klinkenbuchse. Das kann aber auch Bluetooth, das kann ich euch beweisen und zeigen. Dann muss ich das nur immer eben umstecken. Das kann man aber abmachen. Das ist alles. So. Das ist jetzt einfach so ein normaler Bluetooth-USB-Transmitter-Gedöne. USB 3.0 ist das, glaube ich. Sieht grau aus drin. Dann wird das USB 3.0 oder 2.0 sein. Naja, da kann ich jetzt diese Box mit dieser Box verbinden. Ich zeige euch das mal. Die ist jetzt im Pairing-Modus. Am Handy habe ich kein Bluetooth an. Also die ist jetzt im Pairing-Modus. Jetzt mache ich die an. Und dann stecke ich diesen Stick da jetzt hinein. Jetzt ist er im Pairing-Modus, da sieht man, dass er blinkt, da unten ist er zwar rot am Blinken, er soll nicht rot blinken, da muss man das meistens raus wieder rein. So, jetzt ist er blau. The Bluetooth device is connected successfully. So, jetzt habt ihr hier Musik, könnt ihr hier Musik hören und gleichzeitig hier auch. Also ihr habt jetzt dieses Bluetooth-Gerät. Diese Bluetooth-Box mit der Bluetooth-Box verbunden. Und jetzt könnt ihr trotzdem separat noch Bluetooth übers Handy verbinden. Dann habt ihr zwei Bluetooth-Boxen, das kann ich euch zeigen. Mache ich die aus. Geht die jetzt im Bluetooth-Modus, also im Pairing-Modus. Dauert ein bisschen, weil hier in dem Stick ist wohl ein ganz, ganz mini kleiner Akku the drin. Bluetooth-Device is ready to pair. Das ist jetzt aus. Das mache ich wieder an. Nochmal aus, wieder an. Das muss blau blinken. Und dann jetzt verbinden sich die beiden wieder. Dauert eine Weile Zeit. Ich habe am Handy kein Bluetooth an. Das dauert jetzt aber ganz schön. Muss ich mal die Boxen näher ranholen hier. The Bluetooth device so. Is connected successfully. Ja, und jetzt kann ich hier Musik abspielen drüber. Kann ich euch mal zeigen. Ich mache ganz kurz was hier, WDR 5. Ja, mein Display ist noch nicht ganz so klasse. Kommt aber noch. Ich muss mal gucken hier, wo WDR 5 ist. Nehme ich mal das hier an. Der Hyperaktive unter den Freunden. Jetzt kommen aus beiden Lautsprechern Musik. Er trifft sich immer mit seinen Freunden im Pub, wo er schon als Teenie war. Sich mit anderen auszutauschen, das ist für ihn auch eine Art Therapie. Nach seinem letzten Album hatte er nämlich geil. Echt ein mentales Team. Ja, dann danke ich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Techniklappen German Light. Lasst mir Like da. Und ja, also das Ding ist cool. Das kann man sich gut kaufen. Und du bist jetzt mal ruhig da. Ja, und so kann ich jetzt auch, wenn ich am Handy jetzt kein Bluetooth, oder sag ich mal, am Handy ist Bluetooth kaputt, kann ich dieses Teil hier reinstecken. Mit USB 3.0 ist es. Kann ich das da reinstecken, den Bluetooth-Transmitter. Stecken wir das mal eben hier rein. Ja, ich muss mal eben reinstecken. So, drin ist er. So, und das kommt dann einfach, wenn wer USB-C hat, im Handy rein. Und dann könnt ihr einmal die Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher könnt ihr einfach mit dem Handy da verbinden. Also mit dem Lautsprecher. Und, oder ihr könnt einfach 3,5 Klinke benutzen, wer kein Klinkenanschluss mehr am Handy hat. Genau. Dann bis zum nächsten Mal, euer Technikklappen Gemini. Das Ding hier kann natürlich nur 5 Meter bis, nee, 2,5 bis 3 Meter empfangen. Also das ist gar nicht so gut, aber ja, man ist ja jetzt auch nicht so weit weg vom Bluetooth-Lautsprecher und vom Handy. Also ich könnte noch so eben mit dem Ding
da meine Anlage verbinden. Das könnte ich, wenn ich hier sitze und Musik hören möchte. Aber da ich die Box mit der Box verbinden kann, egal. Könnt ihr euch auch bestellen, kaufen. Dann könnt ihr euch mal hier, gucke ich mal eben den Namen. Vielleicht steht ja was drauf. Ja, genau. Hier steht. Ich hab's am Kopf. Da könnt ihr das lesen. Und hier steht auf dem Bluetooth-Transmitter. Steht leider gar nichts, weil das dazu wohl gehört. Da steht nur BT drauf, also für Bluetooth. Also Bluetooth ist auch möglich, da ist eine kleine LED. Aber sonst steht da groß nichts drauf. Ne, auch nicht auf der Seite. Nein. Okay. Ja. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ich glaube, schon mal leid. Lasst mir ein Like da und ja. Bis dann. Ciao.